Was geht ab, YouTube? Ihr seid wieder bei Lift You Up. Wir haben Tag 2 von der Athletikreihe, von der ich noch nicht weiß, wie sie heißt. Wir haben gerade das plyometrisch orientierte Warm-up gemacht. Wenn ihr die Warm-up-Videos noch nicht gesehen habt, schaut wahrscheinlich in der Infobox. Wie gesagt, heute ist Tag 2, das heißt, wir haben abgesehen vom Warm-up einen Oberkörperfokus. Und jetzt gehen wir rüber zu Kevin Speer. Okay. Athletik-Coach der Crocodile Dundees, wollte ich schon sagen. Cologne Crocodiles. Fast sehr korrekt. Also wir haben das Warm-up durch. Was machen wir jetzt, lieber Kevin? Oberkörperfokus, genauso wie gestern am ersten Tag, so ein bisschen French Contrast angehaucht. Das heißt, wir haben einen Benchpress. French was? French Contrast. Contrast. Was bedeutet das? Was bedeutet das, Kevin? Methode von Cal Dietz, das Triphasic Training, müssen wir jetzt nicht groß thematisieren, okay, aber letztendlich Benchpress haben wir, dann haben wir einen Mad Ball Power Drop, das heißt, ich stehe auf einer Box, lasse den Ball fallen, du bringst ihn wieder nach oben, letztendlich relativ plyometrisch, wie man sagen würde, und haben wir letztens die Assisted Push-Ups, das heißt gestern genauso wie die Assisted Jumps, die dir einfach helfen, ein bisschen mehr Power reinzubringen, das Ganze. Ich habe nur Benchpress gehört. Also, Bankdrücken, gell? So, hätte ich jetzt beinahe vergessen, wir müssen natürlich noch den Readiness Survey ausfüllen und das ist jetzt ein ganz guter Vergleich, weil beim ersten Training habe ich zum Beispiel Sachen wie Schlafqualität und so weiter, ich weiß nicht, wie nah muss ich ran? Noch näher? Nee? Okay, sehr gut. Sachen wie Schlafqualität waren gut und so weiter. Heute habe ich aufgrund der doch recht aufreibenden Einheit nur 3 Stunden geschlafen. Insofern machen wir Sleep, Quality, nix gut. Readiness Survey, nix gut. Let's be sore as fuck. Energy, tired. Okay, finde ich deswegen ganz gut, weil wir jetzt einfach mal im Laufe der Zeit dann vielleicht einen ganz guten Überblick darüber haben, wofür der Readiness Score überhaupt gut ist und ja, wie variabel das Ganze sein kann. Also ich habe jetzt überall auf 2 geklickt. Jetzt gehen wir zu Bench Press und wie Kevin mir gerade gesagt hat, erste Besonderheit für mich mit Ketten. Ich habe noch nie in meinem Leben Bankdrücken mit Ketten. Ich habe noch nie irgendwas mit Ketten gemacht. Abgesehen von den 2 Ketten, die ich jeden Tag trage. Nein, Spaß. Achso, und ansonsten, es ist zwar ein 4x3, aber jetzt nicht Powerlifting-Style, sondern 4 Sekunden Exzentrik, wieder wie beim letzten Training, nur diesmal beim Bankdrücken und dann mit 15 Sekunden Pause, ist das richtig? Direkt Übergang zum plyometrischen Teil der Übung und dann das Ganze 4x. Let's go. Und das Fettschwein Moritz macht mit. A few moments later. Okay, Coach, du darfst jetzt einmal auch was machen und die Pendlay Rows vorzeigen. Wir machen ein 5x3 mit. Ne, 3x5. 3x5. 3x5 mit Zusatzband. Wie, warum, zeig. Zusatzband einfach aus dem Grund, genauso wie eben beim Bankdrücken. Wir verlängern einfach den Beschleunigungsweg, dadurch, dass wir das Band nehmen und der Zug natürlich stärker wird, je weiter wir nach oben ziehen. So, Pendlay Rows, relativ easy eigentlich. Wir sind mit dem Oberkörper parallel. Jetzt musst du lauter sprechen, wegen Musik. Okay, wir sind relativ parallel zum Boden und aus dieser Position ziehen wir das Gewicht explosiv zur Brust. Angesetzt ist wieder RPE 7, ist bei solchen Übungen natürlich immer ein bisschen schwierig, aber wir arbeiten uns wieder ran. Ich habe jetzt 80 Kilogramm aufgeladen, das sollte eigentlich durchgehen. Wenn es zu leicht ist, steigere ich nochmal, aber ich muss ja auch 3 Sätze machen. Probieren wir es erstmal.
An dieser Stelle nochmal ein bisschen Schleichwerbung für das Strong Hook Grip Tape. Und weshalb? Deswegen, yes, hat zwar kein Hook Grip gemacht, aber das hätte es wahrscheinlich dennoch verhindert. A few moments later. Oh. Oh. Weiter geht's. So, nochmal zurück zu einer vertrauten Übung. Overhead Presses bzw. Shoulder Presses in einem ganz stinknormalen 3x5 at RPE 8. Und da es jetzt nicht mehr um Explosivität oder Kadenzen oder sonst was geht und ich RPE-basiertes Training auch nicht erst seit gestern mache, sollte ich mich da ziemlich gut einschätzen können. Dennoch arbeiten wir uns ran. Ich bin jetzt auf 72 Kilo gegangen, mit denen ich jetzt den ersten Satz für 5 Wiederholungen mache und hoffe, bei einem RPE 8 oder vielleicht sogar noch drunter rauszukommen. Wenn ich drunter bin, gehe ich nochmal ein Stück höher, aber ich denke mal, das sollte so in etwa passen. Wichtig ist natürlich, dass solche reinen auf Kraftentwicklung oder Volumenarbeit basierenden Geschichten am Ende des Trainings stattfinden, wenn in derselben Einheit explosive Sachen gemacht werden. Aber deswegen ist es jetzt einfach Ende der Einheiten ganz basic 3x5 und das machen wir jetzt. Ziemlich genau richtig eingeschätzt, genau RPE 8 getroffen. Bei diesen Kraftgeschichten mache ich es in meinem Training so, dass, also erstmal benutze ich manchmal verschiedene Aspekte von RPE-Based Training. Also manchmal arbeite ich mit Load Drops oder in so einem Fall würde das jetzt bedeuten, ich gehe bis auf den RPE 8 und mit dem RPE 8 wird das jeweilige Gewicht, was ich dann benutzt habe, also hier die 72 Kilo, bleibt dann gleich wie die letzten Sätze. Ne? Also wenn ich ein 3x5 habe, dann war jetzt der erste Satz mein Topset, in dem ich halt genau den RPE getroffen habe. Also immer wenn ich den RPE treffe, ist das das Gewicht, das bleibt. Und dann ist es halt egal, wo der RPE landet. Ich muss halt einfach nur die Rep schaffen. Wenn wir dagegen bei explosiv fokussierten Übungen sind, wollen wir natürlich schauen, dass der RPE in einer Range bleibt, damit wir uns immer noch auf den explosiven Anteil der Bewegung konzentrieren können. Bedeutet aber letztendlich, jetzt bleibt das Gewicht drauf und ich mache einfach noch ein 2x5 und dann gehen wir zur letzten Übung. Okay, das war jetzt halt auch ein RPE 9. Ich merke jetzt halt definitiv einfach Länge des... Aha! Prinzessin oder Einhorn? Schreibt mal in die Kommentare. Stell dich nicht scharf, warte. Ja. Was ist schöner? Einhorn? Prinzessin? Einhorn? Prinzessin? Also ich mag ja das Einhorn. Okay, ich habe jetzt krass gemerkt, dass mein müder Trizeps, der normalerweise in der Overhead Press eigentlich nicht wirklich mein Limiting Factor ist, sondern wahrscheinlich eher die Schultern, ich weiß es nicht genau, aber der hat mir den Lockout jetzt auch ein bisschen versaut und wahrscheinlich gar nicht mal vom Bankdrücken großartig vorhin, sondern von diesen Single Leg Hip Extension Plyometrics, was auch immer, die aus dem letzten Video, bei denen ich mich so auf den Boden abstützen musste mit so einer dauerhaften Überzugsbewegung. Ich merke einfach, selbst vom Warm-up ist mein Hals einfach fucking sore, weil ich einfach sowas von untrainiert bin. Die Einheit war jetzt definitiv entspannter als die letzte.
Und das jetzt nicht, weil ich mich schon an irgendwas gewöhnt habe, sondern weil es einfach schlichtweg eine Oberkörpereinheit war. Letztendlich bin ich in Oberkörperübungen auch schlichtweg besser als in Unterkörperübungen. Mehr oder weniger. Naja, immer noch weak auf der Bench. Aber egal, letzte Übung, die jetzt nochmal eher einen muskulär koordinativen Faktor beinhaltet, würde ich mal sagen. Aber da fragen wir den Kevin jetzt nochmal. Wir springen zu Kevin. So Kevin, was ist als letzte Übung dran? Wieso, weshalb, warum? Einmal nochmal ein Core-Focus, Landmine Oblique Twist, Half-Kneeling, werden die ganzen durchgeführt. Anti-Rotation-Focus. Okay. Ja. Warum machen wir das? Letztendlich in Bezug auf Core-Stabilität, der häufig missbrauchte Begriff im Sport. Ja, ich wollte gerade sagen. Definitiv. Und antirotationelle Power einfach nur, um die Hüfte und den gesamten Körper zu stabilisieren zu können. Let's get it. Ja. Soll ich mir was erklären? Ja, erklär. Halbknie in der Position, möglichst die Arme relativ lang lassen und von hier aus zur Seite bewegen, ohne dass Hüfte bzw. Oberkörper viel an Bewegung zulassen. Ja, mehr ist es eigentlich gar nicht. Alles klar. Geht denn? So, die Einheit ist vorbei. Wie schon gesagt, war deutlich weniger anstrengend als die letzte Einheit. Aber die nächste Einheit, die in 2 Tagen stattfinden wird, wird etwas volumenorientierter sein, wie schon gesagt, wenn Explosivität und Kraft oder Volumen in einem Block kombiniert werden, sage ich jetzt mal, dann sollten explosive Geschichten immer so stattfinden, dass man dabei frisch ist. Das war ich zwar natürlich in den ersten beiden Videos jetzt nicht, aber das ist einfach der Anpassung geschuldet, die jetzt noch stattfinden muss, damit dann, wie gesagt, ja, dass ich in den Einheiten mit der Intensität mehr anfangen kann, schlichtweg. Ich glaube, ich bin nicht ganz fokussiert. Darauf könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ich denke, Kevin wird mich ziemlich gut rannehmen. Wo wir schon bei Kevin sind, folgt ihm auf jeden Fall auf Instagram, DevelopAthlete. Ja, das war's mit diesem Video. Hit that like button, share the shit. Do whatever with it. Und natürlich niemals vergessen, abonnieren und mutieren. Peace.